willkommen zum Thema Art of Sound Hacking. Was ich nicht machen werde, ist mit dem Lötkolben hier Sachen vorführen, wenn sich das vielleicht einige erhofft haben, sondern es geht hauptsächlich darum, Musik zu hören unter einem bestimmten Blickwinkel. Den Begriff selber habe ich mir auch so ein bisschen anlässlich des Kongresses hier überlegt, aber auch, weil ich Sachen zu Hause habe, die ich auch aus diesem Grund auch mir mal gekauft habe und ich eigentlich dachte, es wäre mal schön, in diesem Rahmen solche Musik zu spielen. Der Begriff selber, Soundhacking, ist eigentlich eher auffindbar in der Literatur, was Hardware-Hacking angeht, also ist dann so ein Teilbereich. Ich habe es versucht, eher mal unter dem Aspekt, ob das, was technisch verwendet wird, auch tatsächlich was am Klang ändert, also ob man es hört oder ob es etwas Besonderes daraus macht. Und nun jetzt speziell, was das Hacken oder das Verhalten von Hackern angeht, habe ich mir überlegt, dass zumindest die Normverletzung dazu gehört, also der kreative Umgang mit Technik, dann das spielerische Zulassen von Fehlern. Dabei ist es für mich auch eigentlich erstmal relativ unerheblich, welche Techniken angewendet werden. Also das akustische Erlebnis ist wichtig, das Spiel mit Hörgewohnheiten, bestenfalls auch noch die künstlerische Qualität. Und Technik verstehe ich dann auch so als übergreifende Form. Das können auch spezielle Spieltechniken an herkömmlichen Instrumenten sein. Dabei ist dann auch das Problem, das können wir dann vielleicht auch klären oder es klärt sich bei dem einen oder anderen beim Zuhören. Es ist immer die Frage, ob es sich um eine reine technische Vorführung handelt. Also ist die Musik das Wichtigste oder geht es um Virtuosität, dass man das Instrument beherrscht oder die Technik? Sind die Soundwelten, die entstehen, auch wirklich nur deshalb so entstanden oder können auch nur deshalb so klingen? Das andere Problem ist auch, wenn man das so rückblickend zeitlich betrachtet, dass natürlich so technische Entwicklungen, also auch gerade in der Musikgeschichte, auch immer einem Imperativ eigentlich unterworfen sind. Das heißt, die Sachen, die vor 10 Jahren irgendwie cool klangen, die mag dann keiner mehr hören, sind vielleicht antiquiert oder tauchen als Revivals wieder auf. Und als letztes, was auch immer wieder auftauchen wird, ist eben der Umgang mit reduzierten Mitteln, das Ausreizen und in gewisser Weise, auch wenn es um Fehler geht, das Humanisieren von technischen Möglichkeiten. Das erste Beispiel, das ich hier habe, ist so eine typische Vorführung, wie man sie im Internet findet. Das ist jetzt hier so eine Floppy Disk. Der Autor ist eigentlich unbekannt. Das hat ein Freund von einem Freund reingestellt. Und das sind halt natürlich so beliebte Melodien. Also es müssen immer eigentlich bekannte Melodien sein. Gerne was aus dem Science-Fiction-Bereich. Hier ist es die Filmmusik von John Williams für Star Wars. Und das hören wir jetzt. Imperial March, auch wieder bei dem nächsten Stück, das ich spiele. Das ist eine kleine Single, die 99 rauskam, nur einseitig bespielt. Also generell werde ich fast nur physische Tonträger vorstellen, einfach weil es auch, glaube ich, angenehmer ist für die Gäste hier, das dann auch vielleicht im Netz nochmal nachzuschauen oder auch vielleicht mehr über die Leute zu lesen. Und darüber hinaus ist es auch oft die Cover-Artwork und auch die Art und Weise, wie sowas veröffentlicht, ist auch nochmal ein Hinweis darauf, womit man es eigentlich zu tun hat. Das ist jetzt also schon eigentlich eine Coverversion, programmiert auf dem C64, also auf dem Brotkasten, auf dem sogenannten. Und es sind 4 Themen eigentlich aus der Filmmusik als Medley angeordnet. Wir hören jetzt aber auch als Vergleich eben auch diesen einen Track. Dazu ist auch noch Schlagzeug dabei. Thank you.
So klingt dann ein typisches Cover. Hier ist jetzt das nächste Beispiel, ist eigentlich so der erste Schritt, wo man tatsächlich Technik als Instrument erklärt und es auch als solches benutzt. Und dann ist auch wirklich der Effekt, dass eine ganz andere Musik herauskommt. Was jetzt kommt, ist ein Projekt von zwei Künstlern, die als The User sich sehr mit den klanglichen Möglichkeiten von Nadeldruckern beschäftigt haben. Interessant ist halt auch, dass dabei so eine Art Technologiekritik entsteht, also mit ausgedienten Gerätschaften, die eigentlich vielleicht keiner mehr benutzt, etwas Interessantes zu machen. Und das Schöne ist auch, dass sie tatsächlich versucht haben, ohne andere Hilfsmittel und auch sogar mit einer Komposition, das Ganze ist in einer Sinfonie verarbeitet worden, auf diesem zweiten Tonträger, den die beiden herausgebracht haben, oder der dritte, ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Das ist auch tatsächlich der beste, den kann ich nur bestens empfehlen. Und wir hören jetzt das Stück. Die sind auch immer hier oben, wie ihr seht. Also das Rote sind immer die Plattentitel. Hier als letztes und der Künstler, Label und Veröffentlichungsdatum. Weitere Projektbeschreibungen kann man sehr gut unter thehäuser.org nachschauen. Eine sehr gut dokumentierte Seite von den beiden. Und jetzt Reprise. Was ich hier halt auch sehr interessant finde, dass man wirklich das, also wahrscheinlich so eins der besten Stücke eigentlich in der Hinsicht hat, die auch das komplette Klangspektrum dieser Geräte auch so auskostet. Also man hört auch wirklich, wie diese ganzen Gehäuse auch ruckeln auf dieser Platte und dann auch wirklich sind ja auch stellenweise auch so kleine Melodien zu hören. Also es ist schon eine sehr aufwendige Arbeit gewesen. Es gibt auch ein... Bitte? Das kommt auch aus den Geräten, genau. Also die wackeln ja auch unglaublich, wenn die mal drucken. Ich weiß nicht, ob du mal sowas hattest in Büros und so. Also meistens beachtet man das nicht, wenn man irgendwie arbeiten muss, aber das war früher, fand ich das auch mal so erstaunlich, was für einen unglaublichen Lärm machen, eigentlich auch Töne machen. Und das fand ich sehr interessant. Das nächste Beispiel sind zwei norwegische Musikerinnen. Habe ich deshalb ausgewählt, es ist nicht so ganz klar, wie sie ihre Sounds machen. Also das ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Es ist sehr viel Software, sehr viel Hardware dabei, Diktaphon und noch alles andere. Was hier aber musikalisch interessant ist, dass sie hier zum Beispiel das Stück, das ich spiele, Virus Attachment, so eine Art Klangmalerei gemacht haben. Und unabhängig davon, ob es jetzt vorher kodiert wurde oder programmiert wurde, ist einfach die Stimme in dem Moment das Medium, in dem dieses Phänomen einfach umgesetzt wird. Auch schön ist eben der Plattentitel, der eigentlich übersetzt halt Nähclub aus der Hölle. Und das Cover selber, man könnte auch so einen Ibiza House Club Mix irgendwie erwarten, so wie sie aussehen. Ist ja auch sehr attraktiv alles. Aber eigentlich ist es halt wirklich so eine Musik, die aus dem Bereich elektronische Avantgarde, Industrial kommt. Und es ist eigentlich auch normalerweise eher ein männerbesetztes Genre und deshalb finde ich es auch so eine schöne Ansage als
Killer-Applikation an die männlichen Protagonisten, die sonst immer unterwegs sind in diesem Genre. Und wir hören jetzt das Stück, das ich genannt habe. Und das ist aber auch nur auf der CD erhältlich, nicht auf der Vinyl-Ausgabe, die 2 Jahre vorher herauskam. Also ein bisschen leiser. So viel zu Female Music Com. Ich habe bei manchen Künstlern schon eine Homepage angegeben, bei vielen aber nicht, weil es sehr einfach ist, da es auch physische Tonträger sind, über Discogs Sachen nachzuschlagen. Und manche haben auch wirklich mehrere Webseiten, also das nur so als Hinweis. Wenn wir schon bei Fehlern sind, möchte ich gerne mal kurz auf die Clicks and Cuts und Glitch-Bewegung der 90er und Anfang der 2000er Jahre eingehen. Der Punkt ist halt auch, dass es da eigentlich zum ersten Mal darum ging, so die Fehlfunktion ästhetisch zu verarbeiten. Also ganz wichtig war da Markus Popp als Oval, später auch Pole. Und bevor wir uns das anhören und wir eben eigentlich auch gerade was mit Gesang gehört haben, kurz noch was anderes und zwar was Aktuelles, das erstmal nicht so auffällig mit Fehlern behaftet ist, aber trotzdem so eine Fehlfunktion, indem man einen Kompressor einfach ein bisschen übersteuert. Das hört man darin, dass die Stimme bei dem Rhythmuswechsel immer so ein bisschen abfällt und das ist eigentlich auch ein Fehler. Es ist halt sehr smooth eingebaut, aber Flying Lotus, um den es hier geht, der hat es einfach sehr kunstvoll eingebaut. Also es ist klar, es geht einfach um diesen Abfall der Stimme. Das ist auch eine Technik, die im Dancefloor eigentlich schon sehr lange gibt, also auch im französischen Haus und auch von Daft Punk ist es eigentlich perfektioniert worden. Zu Oval lässt sich eben sagen, dass er hier was aufgenommen hat, dass es auch schon vorher in der experimentellen Musik gab, nämlich CDs entweder zu bemalen oder eben fehlerhafte CDs zu benutzen, die dann Fehlfunktionen haben, also dass es einfach klickt oder so komisch rauscht oder hängt, also dieses tolle Triggern. Und darüber hinaus hat er auch eben es geschafft, auch so einen ganz dichten Sound zu machen, indem er wirklich ganz viele Samples übereinander geschichtet hat, sodass ein sehr orchestraler Sound entsteht, also das war auch was ziemlich Neues damals. Und Pole ist natürlich auch bekannt geworden durch seinen defekten 4-Pole-Waldorf-Filter, der irgendwann mal nicht das gemacht hat, was er sollte. Und das Interessante ist eben bei der Produktion mit solchen kaputten Dingen, das war so, wenn das Gerät aus war, war auch der Klang weg. Der war auch am nächsten Tag womöglich anders. Das heißt, er musste ein Stück innerhalb eines Tages machen.
Wir hören jetzt hier einmal von der Systemisch 94 als erstes textuell. Das geht dann über in ein Stück von Pole von 98 mit dem Namen Fremd. Man achte besonders auf Knister-Knack-Geräusche. Was ein bisschen schade ist eigentlich, dass diese, das ist halt nicht mehr so up to date, so eine Musik zu machen. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass es einfach Laptop-Musik ist, auch im Aufführungsbereich. Und das ist eigentlich so das einzige Problem, dass da einfach bühnentechnisch nicht viel passiert, wenn man so eine Musik präsentiert. Das ist auch einer der Gründe, warum dann später auch so Sachen kommen, die ich dann auch noch vorstellen werde. So viel vorneweg. Ein weiteres Beispiel für Glitch wäre zum Beispiel Farmer's Manual. Die übersetzen zum Beispiel Protokolldateien von Webservern und ähnliche Sachen, aber ich habe es jetzt für hier nicht genommen, weil es eigentlich so eine Übersetzung von Sprache ist und es geht weniger um Fehler. Da wir eben bei Dub Reggae waren, finde ich es eigentlich ziemlich notwendig, was aus früherer Zeit zu spielen, und zwar was von 72. Das Stück, was wir hören, ist die Extraordinary Version. Und zwar ist es tatsächlich so eins der experimentellsten Sachen, die Geräusche so verwenden, wie wir es dann hören. Die Bandmaschine ist da als Abspielgerät nur zweitrangig. Man hört halt die Motorgeräusche und auch das Hin- und Herspulen. Und da hören wir jetzt rein. Das ist auch einer der Momente in der Musikgeschichte, also es gibt verschiedene Zeiten, wo sowas auch stattfindet, aber der Dub ist tatsächlich
einer der wichtigen Momente, wo der Techniker wirklich der Künstler und der Hauptmusiker ist, also wirklich der stilprägende Mensch, der die Musik auch dann letztendlich ausmacht. Was wir eben gehört haben, ist auch nicht so ganz weit entfernt von dem, was man heute Turntablism nennt, also das Spiel mit Tonträgern im Allgemeinen. Deshalb kommen wir jetzt auch zu jemandem, der das gemacht hat, relativ früh. Christian Markley, eher im Kunstbereich anzusiedeln. Das ist jetzt was, er hat sich nicht nur den normalen, unveränderten Platten gewidmet, sondern hat sie einfach verändert. Also entweder sind sie verformt worden durch Erhitzung oder zerkratzt oder eben schon auch zerkratzt, gekauft, abgeklebt. Also in irgendeiner Form bearbeitet, um bestimmte Sachen damit zu machen. Das ist auch eine Idee, die natürlich schon früher im Kunstbereich entstanden ist, über Marcel Duchamp und andere Pioniere eigentlich auch für die elektronische Musik. Da wäre noch Pierre Schaeffer hervorzuheben, wer den Namen vielleicht kennt. Da gibt es sehr interessante Sachen. Was eben interessant ist, dass sowohl die Stimme als auch die Sprache sich völlig neu zusammensetzen. Also ein ganz neuer Kontext dabei entsteht. Mit heutiger Software würde das anders klingen, also als Vergleich, was 20 Jahre irgendwie ausmachen können. Ein Beispiel von den Allophones, dahinter stecken Carsten Schulz und FX Random Mix. Die arbeiten auch gerne mit älteren Jazz-Sachen, sodass man überhaupt nicht mehr weiß, wer mit wem zusammengespielt hat ursprünglich. Und das ist dann schon sehr kleinteilig, dass wirklich sehr lustige Wortfetzen und auch Rhythmen entstehen. Wir hören was von der Santa Collection 1 von 2008. Big as that. Only baby so far. Look at here. Here come my boy. Old Big Mouth Bruin. What's it say there? Zato? Big Mouth Bruin. Come my boy. Old Big Mouth Bruin. What's it say there? Zato? God of the great genius fellas. Every little thing can be. Wie wir unten sehen, nochmal bei Christian Markley, also unter 6 Plattenspielern ging da nie was. Er hat auch als bildender Künstler auch schöne Objekte gemacht. Was ich sehr gerne mag, sind eben diese Zusammensetzungen aus unterschiedlichen Plattencovern, wie man hier sieht mit Michael Jackson. Ich glaube, das sind die Meters und das vielleicht Roxy Music. Und das nimmt eigentlich auch so eine bildliche Analogie vorweg, wie es sich mit dem Bootlegging allgemein verhält. Dazu kommen wir jetzt. Da habe ich das Thema Materialschlachten gewählt. Und zwar, ich habe jetzt einen Vertreter genommen, der grundsätzlich immer verhüllt, also es gibt kein Foto von ihm, also er hat immer eine Schweinemaske auf, wenn man irgendwelche Fotos sucht nach ihm. Er hat eine ganze Reihe an Singles herausgebracht, die sich jetzt hier spiele, heißt Dutch Red Classics for the Day's Dance Floor. Das Stück werden bestimmt gleich viele erkennen, auch aufgrund des Covers.
sein Titel ist ja I wasn't born in the USA, but some people were. Also ein Pseudonym ist eben James Curry, andere lauten Notorious Pig. Und ich finde, dass es hier so einen politischen Mehrwert gibt, nämlich in dem Sinne, dass man sich dem übermächtigen Mainstream-Terror aus Radio und Medien dann einfach mal als schlechter vergreift. Klar, ne, was das ist. wenn ich noch interessant finde, also ich finde, dieses Bootlegging hat sich so ziemlich ausgereizt, weil dann jeder so das macht, was andere auch können und oft ist es dann nicht mehr so lustig. Wenn ich noch interessant finde, nur mal so als Tipp, ist Cassette Boy oder Kids 606, weil es wirklich auch nochmal eine besondere Note hat, was sie da machen. Dann Materialschlachten 2. Das wäre jetzt sozusagen die Strategie, etwas zu verwenden an Klängen, was man vielleicht besser vorher nicht kennen sollte oder erst wenn man es weiß, das Hören auch sich schon sehr verändert, würde ich sagen. Also die Band hier ist Matmos, sie sind eigentlich auch beim kalifornischen Glitch-Genre anzusiedeln. Diese Platte hat damals auch recht viel Aufsehen erregt, weil eben der Titel A Chance to Cut is a Chance to Cure basierend auf Sounds von Schönheitsoperationen, das bezieht dann auch Absauggeräusche, Knochenbrechen und was auch immer mit sich. Man hört es aber natürlich erstmal nicht. Es ist wirklich mit DAT-Rekordern aufgenommen worden, dann durch verschiedene Mixturen und Bearbeitungen durchgegangen, aber trotzdem hört man es ein bisschen und das Gemeine ist, wenn man es weiß, sucht man ständig nach diesen Klängen. Die Platte steht auch ein bisschen, also muss man auch sehen, dass das zu einer Zeit rauskam, als generell in dieser ganzen Remix-Kultur darüber diskutiert wurde, das Verhältnis von Ethik, Ästhetik und auch eben Technik. Also wann darf man sich welches Material aneignen und es wurde auch dann schon fast geächtet, wenn man sich teilweise zu Recht an unbekannten Platten vergriffen hat, dann auch die Frage, ob man vorgefertigte Soundelemente benutzen darf, also sogenannte Presets. Das Ganze wurde auch ein bisschen von dem britischen House
Produzenten Matthew Herbert losgetreten. Und es ist natürlich auch berechtigt, so eine Art Soundpolitik und Konsumkritik diesbezüglich zu stellen. Aber den Topf will ich jetzt hier nicht aufmachen. Also im Bereich von Remix und Ethik gibt es da so verschiedene Sichtweisen und auch Strategien, die auch wiederum positive Sachen nach sich gezogen haben. Ein Beispiel möchte ich dazu nennen, dass man durchaus feststellen konnte, dass über die Mixkultur junge Hip-Hop-Fans erstmal wieder angefangen haben, Jazzplatten zu hören und auch zu kaufen. Also es gibt immer wieder verschiedene Möglichkeiten, auch Dinge zu beurteilen. Das so viel. Jetzt sind wir bei der Imitation und Transformation angelangt. Was wir jetzt hören, ist ein Orchester, das Instrumente selber baut, und zwar aus Gemüse überwiegend. Manchmal tauchen auch Trockenerbsen und ein Gemüsemixer auf. Und das Vegetable Orchestra, auch das erste Wiener Müseorchester genannt, ist eigentlich auch so ein bisschen auf dieser Glitch-Welle mitgegangen. Und es ist eigentlich ganz interessant, weil die Platte ist auch gut. Und man kann natürlich hören, dass die Sachen so ein bisschen organischer sind. Also es gibt jetzt nicht so dieses, eine Überbetonung zum Beispiel von Höhen, von schneidenden Klängen, die oft mit rein digitalen Klangerzeugern eigentlich passieren. Das hört man schon, dass es irgendwie anders gemacht sein muss. Wir hören jetzt das Stück Urgem. Es ist schon interessant, dass sie eben so interessante Instrumente bauen. Man kann die sich auch alle anschauen auf der Seite www.gemüseorchester.org. Sehr gut dokumentiert. Die Sachen ist klar, dass die natürlich auch irgendwie elektronisch verstärkt sind, aber ansonsten mit wenig Effekten produziert sind. Meistens mit einfachen Mikrofonen verschaltet und verstärkt, mit einer Tontechnikerin noch das Ganze conducted. Trotzdem würde ich sagen, es ist jetzt so grenzwertig, weil es ist eigentlich eine Imitation von herkömmlichen Instrumenten. Also es klingt auch jetzt nicht anders als vielleicht so eine Flöte aus Holz. Ist vielleicht auch eine ganz gute Marketingidee für Museumsveranstaltungen und so. Ist zweischneidig. Was ich interessanter finde, weil es radikaler ist, vielleicht auch ein bisschen schwer zugänglich vom Gemüse nun zum Acker und Traktoren. Der Künstler Sven Arke Jørgensen, der sich in den Jahren zunehmend der Musik gewidmet hat, der macht das ganz einfach, er erklärt einfach Dinge zu Instrumenten und so kommen dann eben Stücke und Kompositionen für Handfeuerlöscher, Verpackungsmaterialien oder Telefonbücher zustande, die natürlich auch in der Regel im Kunstkontext präsentiert werden, also auch als Performances, das ist in der Regel dann auch Voraussetzung. Hier für diese für das Konzert der Traktoren hat er sich dann, glaube ich, in Niedersachsen einen Ort gesucht, hat auch wirklich recherchiert, welche Instrumente, wollte ich schon sagen, welche Traktoren am interessantesten klingen und hat sich dann so ein Ensemble aus 60er-Jahre-Modellen herausgesucht. Und das hören wir jetzt. Ich versuche auch ein bisschen reinzusteppen, weil es natürlich ein sehr langes Stück ist, das auch eigentlich sehr viel Zeit braucht, die wir jetzt nicht haben.
So, ich schließe hier mal. Er hat auch eine sehr gute Seite. Und was ich noch empfehle, ist die mittlere Suite für Verpackungsmaterialien anzuhören. Die ist auch dort filmisch dokumentiert, führt damit Blixer Bargeld auf. Sehr schönes Dokument. So, jetzt komme ich zum Do-it-yourself-Prinzip. Und zwar zwei Schweizer Musiker, namentlich Andy Gul und Norbert Möslang. Und jetzt kommen wir dem Kern schon etwas näher. Die beschäftigen sich seit vielen Jahren mit geknackter Alltagselektronik, auch Wegwerfdingen, die noch irgendwie verwendbar sind. Und eigentlich finden wir jetzt das wieder im Ganzen, was schon ansatzweise vorgestellt worden ist. Das Ganze sowohl bei Plattenaufnahmen als auch bei Konzerten kann man als Versuchsanordnung bezeichnen. Sie bauen wirklich ganze Anlagen aus Synthesizern, die gesteuert werden von Weltempfängern oder durch Fotoblitze gestört werden. Andy Gul ist da eher der technische Part, der auch nochmal Sachen probiert, die Norbert Möslang möchte. Er selber ist auch Geigenbauer Norbert Möslang, also hat auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund. Und arbeiten auch mit Velolampen, wie der Schweizer so gerne sagt, hier mit entsprechenden Rezeptoren und Schaltungen, die dann wiederum andere Geräte stören und auch zufällige Zustände erzeugen. Was er auch gerne macht, ist eben zum Beispiel ein kleines Radio auf einen Plattenteller zu stellen, das von Blitzen gestört wird, allein durch die Rotation und durch die durch den Lichteinfluss ergeben sich auch nochmal interessante Klänge. Was auch noch hervorzuheben ist in dem Moment, es sind auch keine Ingenieure in dem Sinn oder auch versierte Techniker, aber genau das macht auch eben diesen interessanten Zustand aus, weil sie auf Dinge kommen, die normalerweise jedem Ingenieur ein Gräuel wären. Und das ist eben die kreative Herausforderung. Darüber hinaus muss man auch sagen, dass jetzt auch im Vergleich zu der Laptop-Musik in den Ende 90er, Anfang 2000er Jahre, da war das auch noch ganz anders in der Rezeption. Es war sehr spannend zu sehen, wie jemand nur mit einer Kiste auf der Bühne was macht, weil das interessiert halt live derzeit halt niemanden. Und es ist natürlich auch was ganz anderes zu sehen, wie die Sachen sehr organisch und auch sehr abenteuerlich entstehen. Und das ist natürlich auch für die Musiker selber ein Reiz, wenn sie nie wissen, wie das Konzert ausgehen wird. Wir hören jetzt von einer Platte von 99 auch wieder zwei Stücke, die ich nacheinander reingemixt habe, und zwar Choice und Painting. Also ich finde, hier kann man sehr deutlich merken, dass das schon so sehr eigenartige
Klanggebilde sind, die man da hört. Also die lassen sich auch sehr schlecht reproduzieren, in der Regel eigentlich gar nicht, einfach nur fixieren während einer Aufnahme. Und das ist eben auch so das Tolle daran, dass es jedes Mal anders sein kann, was aber auch nicht bedeutet, dass es willkürlich ist. Das muss man schon unterscheiden. Hier noch als Hinweis, es gibt einen Tonfilm über die beiden als Band. Und den kann ich nur sehr empfehlen. Das nur am Rande. Also Soundmovie bei Peter Lichti, auch ein Schweizer Filmemacher, mit dem programmatischen Titel Kick That Habit. Das möchte ich zum Anlass nehmen, kurz ein paar Bücher vorzustellen, die sich damit beschäftigen. Also auch aus dieser Schweizer Szene stammend, aus dem Christoph Merian Verlag, hier zum Beispiel das Buch Homemade Sound Electronics. Das ist so eher was so für Anfänger, kann man sagen. Da sind auch interessante Anleitungen, Interviews, wie man Schaltungen oder Experimente machen kann. Ich habe dieses Buch auch mit, wenn jemand reinschauen möchte, nachher gerne. Ist auch eine DVD dabei. Es ist auch leider im Moment vergriffen, wird vielleicht später nochmal aufgelegt. Dann, weil wir jetzt im Übergang zum Circuit Bending auch sind, ein Buch von dem Urvater sozusagen des Schaltkreiseverbiegens, ist Rüdger Sala. Und dann jemand, den ich auch gleich nochmal spielen werde, ist Nicholas Collins. Der Titel heißt Handmade Electronic Music. Das war auch lange vergriffen, wird aber wieder aufgelegt, glaube ich, dieses Jahr. Bitte? Ist schon wieder, ne? Hier sind zum Beispiel zwei einfache Oszillatoren, die Teilnehmer einer seiner Kurse stolz im Netz präsentiert haben. Also es gibt eine Menge Bildmaterial von Menschen, die Kurse belegt haben. Er macht seit Jahren solche Circuit-Bending, Hardware-Hacking-Kurse, macht auch Musik weiterhin. Und da kann man so schöne Kisten bestaunen. Genauso wie diese, da weiß ich nicht mehr genau, was das war. Also auf jeden Fall, die beiden sind Oszillatoren. Soweit. Jetzt ein Tonträger auch mit Nicholas Collins. Der wurde aufgenommen während eines Konzertes im Steim-Institut in Amsterdam. Auch eine sehr interessante Institution. Nicholas Collins hat wirklich eine sehr fundierte Ausbildung, was Komposition und experimentelle Arbeiten angeht mit Musik. Hat auch mehrere Jahre mit David Tudor zusammengearbeitet. Das ist wirklich der wichtige Pionier für elektronische und experimentelle Musik des 20. Jahrhunderts. Und hat dann aber mit mehreren Stipendien in Europa eine Weile gelebt und eben dann eben auch in Amsterdam und war mehrere Jahre Art Director dort. Und noch vor Markus Popp, den wir ja vorhin gehört haben, als Oval, hat er eben auch mit der Manipulation von CDs und CD-Playern gearbeitet und sich später vermehrt dem Knacken von Alltagselektronik, kleiner Spielzeuge und so Ähnlichen beschäftigt. Was wir jetzt hören, ist von 96 und das Stück heißt Stojan. Eine weitere wichtige Person, die für dieses Steim-Studio für elektronische Musik gearbeitet hat, ist Michel Weißfisch. Über 25 Jahre, der ist leider letztes Jahr verstorben. Und
Der ist auch stellvertretend für die Arbeit dieses Instituts. Ich erwähne es deshalb, weil es sozusagen eine Professionalisierung dessen ist, was wir eben gehört haben, nämlich experimentieren und auch so interessante Schnittstellen für Musiker und auch Leute, die mit Musik arbeiten, eben zu bauen. Und das basiert letztendlich auch auf komische Entdeckungen, auch auf Fehler. Was wir hier sehen, ist zum Beispiel die Cracklebox. Das ist so ein kleines Instrument, das er entwickelt hat. Das habe ich auch mit. Das spiele ich euch jetzt mal vor. Das ist relativ einfach eigentlich aufgebaut. Also man hat halt hier diese elektronischen Sensoren und das kann auch mit der Feuchtigkeit der Finger veränderbar sein. Auf jeden Fall entstehen immer wieder Kurzschlüsse, die das Ganze auch so launenhaft machen. Ja. Jetzt erstmal sehr chaotisch, aber man kann tatsächlich Musik damit machen, man muss halt ein bisschen üben. Hinweis, freesound.org ist eine ganz schöne Sounddatenbank, wo man auch so kuriose Instrumente anhören kann. Hier nochmal was anderes, und zwar man kann ganz einfach Circuit Bending betreiben, indem man zum Beispiel eines handelsüblichen Fußboden-Effektgerätes einfach mal den Deckel hinten abschraubt und selber die Kontakte mit den Fingern abschleift. Das würde zum Beispiel so klingen. Man kann nur die Kontakte abschleifen. Klar, wie das funktioniert. Ist auch der Tipp von diesen ganzen Bastlern, zum Beispiel Norbert Mösling, einfach mal ein Radio, natürlich ein batteriebetriebenes, aufzumachen, um mal zu schauen, welche Klänge rauskommen, um sich mal mit diesem Gefühl vertraut zu machen. Ganz professionell machen das dann Leute wie zum Beispiel Joker Nies, der dieses Gerät geknackt hat, kann man sagen. Das ist eine Q-Chord von Suzuki, das ist, glaube ich, das letzte digitale Modell in der Reihe. Unbehandelt ist es relativ harmlos, ist so ein zitterähnlicher Klang, der damit erzeugt wird. Und ungefähr, wenn wir hier sind und Markus auf diesen Knopf drückt, macht das ganz andere Sachen. Also wie man merkt, etwas schwer zu bändigen, aber das ist eben auch die Herausforderung. Wobei das auch im Bereich des Circuit Bending, das ist nicht unbedingt ein Garant dafür, dass die Musik interessant ist. Also es gibt einfach Musiker, die Popmusik machen oder irgendwelche anderen tollen Sachen, aber einfach nur, um ihren Klang so ein bisschen besonders zu machen, dann eben solche Arbeiten in Auftrag geben. Es ist ein bisschen wie Autos tunen oder ähnliches. So, jetzt kommen wir langsam zum Schluss, weil draußen schon so viele Leute warten. Jetzt als letztes Beispiel, wie eine Technik schon längst in der normalen Musikkultur angekommen ist, ist eben der Gameboy. Ich habe jetzt hier zum Schluss Quarter 330 mit Sunset Dub. Und er ist auch einfach ein Beispiel dafür, dass eine Generation einfach damit groß geworden ist und die Programme benutzt, die andere über jahrelange Forschung und Ausprobieren in Communities entwickelt haben. Zu nennen wären noch andere frühe Protagonisten, das wären Fanclub Orchestra oder Christoph Kummerer. Bei Christoph Kummerer war es so, dass er mit beteiligt war auch an der Entwicklung von Pocket Noise. Das ist so ein bisschen chaotischer zu handhaben, und Fanclub Orchestra hat überwiegend mit Nanoloop gearbeitet. Wir hören jetzt also was Neues im Bereich Dubstep.
Ist halt auch interessant, dass wir jetzt eigentlich ziemlich normal mit diesen Klängen umgehen. Ich glaube, vor 20 Jahren hätte sich jeder Studiomusiker lustig gemacht, dass Leute so einen 8-Bit-Sound super finden, der eigentlich so bit-gecrushed ist. Aber so kann sich das eben ändern. Ich bin gespannt, wie das so in 10, 20 Jahren ist, was man von solchen Tracks dann immer noch hält. Und jetzt komme ich zum letzten Teil, nämlich, das ist der letzte Punkt for my tin pan, und zwar zu einem Musiker aus den 60er Jahren, also die Aufnahme ist aus den 60er Jahren, und er spielt Ölfass, aber nicht das, was man üblicherweise als Steel Drum oder Steel Pan kennt, weil das ist dann schon gestimmt, also das, was man hier so sieht, diese Fläche ist ja dann normalerweise konkav oder konvex bearbeitet und durch Hammerschläge dann den Tonsystem nachempfunden, sodass man auch wirklich Melodien spielen kann. Und das ist jetzt jemand, der einfach das Fass so, wie es war, einfach gespielt hat und auch eine sehr interessante Technik entwickelt hat. Ist entdeckt worden dann von einem Menschen, der das dann 68 aufgenommen hat. Ist auch die einzige Aufnahme, die es von ihm gibt. Und das Interessante ist eigentlich, dass das Ölfass einerseits ein Abfallprodukt ist und in den 30er Jahren auf Trinidad erfunden wurde als Reaktion, angeblich, es wird wohl auch so sein, als Reaktion darauf, dass die Kolonialherren eben es den Einheimischen verboten haben, auf ihren ursprünglichen Instrumenten zu spielen. Und wenige, ja, vielleicht 30, 40 Jahre später wurde mit der Unabhängigkeit ausgerechnet dieses Instrument so ein Nationalsymbol für Freiheit. Also in diesem Sinne Freiheit durch Improvisation. Jetzt zum Schluss Innocent Little Doggy von George Coleman. Directly over to affiliated associated wives with motorcycle, a tricycle, and a kitty cock for your listening pleasure. It's a station KOU No, San Antonio. Well, I'm entertaining you now. Jim Heister and his gangsters, backed up by the Joe Swindle Quintet. Coming directly from the Hilton Hotel, on top of the Hilton Hotel. For your entertainment pleasure. Das war's.